So Freunde, willkommen zurück und heute geht es um das Thema, bringt das mir was oder ist das effektiv? Und das Wort das ist heute bezogen auf bestimmte Sachen aus dem Trainingsbereich. Was Essen angeht, ja, also kann ich das essen, wie oft kann ich das essen, wie viel soll ich davon essen, etc., etc., etc. Habe ich schon ein Video gemacht, schaut es euch an, ganz wichtig, damit wird eure Frage beantwortet. Sucht es einfach, ich glaube das Video heißt, kann ich das essen, ich werde es nochmal verlinken. Nach dem Video, wenn ich es nicht vergesse. Und deswegen heute eigentlich nur um Training und alles, was mit Training zu tun hat. Also, des Öfteren stellen wir uns irgendwo hin oder irgendjemand erzählt uns von irgendeiner Sache, ob es jetzt ein Trainingsgerät, eine Übung, eine Trainingsform und so weiter und so fort ist und sagt uns dann, ja, das ist voll effektiv, das sollst du machen. Und dann stellen wir uns die Frage, ist das effektiv, kann ich das machen? Und deswegen hier ein kleines Video, um euch so ein bisschen die Entscheidung leichter zu machen, nämlich, angenommen, wir stellen jetzt vor irgendetwas hin, vor irgendeiner Sache und fragen uns, ist das effektiv? Kann ich das machen? Soll ich das machen? Dann ist die erste Frage, die wir uns dabei stellen sollten, was ist unser Ziel? Ja, was möchte ich erreichen? Wo möchte ich hin? Warum trainiere ich momentan? Und sobald ich das weiß, muss ich mir überlegen, okay, was brauche ich denn eigentlich für mein Ziel? Ja, und ich sage eigentlich, weil im Endeffekt jeden Mist, den uns die Fitnessindustrie so vor die Füße wirft, ja, kann man für alles verkaufen. Ja, also sowohl für Abnehmen, Zunehmen, Muskelaufbau und so weiter und so fort. Ja, deswegen nicht drauf gucken, sondern was braucht man eigentlich dafür? Okay, weiß ich also, was mein Ziel ist, wo ich hin möchte, welche Utensilien brauche ich eigentlich dafür? Und dann schaue ich mir an, okay, was habe ich vor mir liegen? Passt das da rein? Kann ich das gebrauchen? Wird es mein Ziel nützen? Es muss nicht unbedingt sein, dass es mich weiterbringen soll. Man kann es ja auch einfach nur austauschen gegen irgendwas anderes. Ja oder nein? Und dann kann man eigentlich schon entscheiden, okay, braucht man das oder braucht man das nicht? Ja, im Endeffekt, euch sollte bewusst sein, natürlich alles, was so die Fitnessindustrie auf den Markt wirft, ist irgendwie effektiv. Aber die Frage ist, für wen ist das effektiv? Ja, ich kann nicht ein Gerät, was normalerweise vielleicht in der Reha benutzt wird, ja, oder für irgendwelche Degenerierten, kann ich nicht für mich benutzen, der vielleicht ganz andere Ziele hat, ja, wie jemand, der zum Beispiel Muskel aufbauen möchte, weil er vielleicht eine lange Zeit lang verletzt im Rollstuhl saß und wieder langsam Muskulatur aufbauen muss, ja, dann ist vielleicht Gerät X für ihn super toll, aber für mich bringt es ja nicht weiter. Ja, deswegen immer erstmal so ein bisschen, nicht immer gleich, oh ja, toll und es wird toll verkauft und super, was der da erzählt und so weiter und so fort, sondern einfach mal überlegen, okay, das ist mein Ziel, brauche ich das überhaupt, ja, oder hilft es mir, kann ich vielleicht in diesem Trainingsbereich damit trainieren oder ist es nicht irgendwie total die falsche Richtung? Und dann dementsprechend entscheiden, okay, ist das effektiv, aber die Frage lautet immer, ist das für mich und meine Ziele effektiv? Ja, das ist immer das Wichtigste, ja, und manche Sachen kann man machen, aber die muss man nicht machen, ja, und mit manchen Sachen bringen etwas, ja, manche Sachen bringen gar nichts, ja, manche Sachen bringen vielleicht nur Fun-Faktor-mäßig etwas, ja, aber helfen einem nicht weiter, seine Trainingsziele zu erreichen. Da gibt es auch davon viele Sachen. Und dann natürlich ist die Frage, okay, möchte ich meine Zeit da investieren, sowas zu machen, oder lasse ich es nicht lieber und investiere meine Zeit für irgendwas anderes? Ja, vielleicht für die Regeneration. Also, recht simpel eigentlich das Ganze, ja, also macht euch nicht so einen Stress. Das nächste Mal, wenn euch jemand irgendwas erzählt oder irgendwas verkaufen will, ja, dann belegt euch nochmal ganz kurz, okay, Moment, ja, was ist mein Ziel, wo möchte ich eigentlich hin? Und, naja, kann ich das damit erreichen? Kann ich damit so trainieren? Hilft es mir weiter? Ja oder nein? Und dann habt ihr eigentlich schon eure Antwort. Und ist natürlich manchmal schade, weil man dann eigentlich denkt, so, oh, das ist so voll geil und oh, das wird mich bestimmt so, und daneben ist vielleicht noch so eine Figur, so ein geiler Typ abgebildet, der ist genauso aus, wie ich aussehen möchte, aber eigentlich kann ich damit nur im Kraftausdauerbereich trainieren und eigentlich möchte ich nur Hypertrophie und das eine passt doch gar nicht mit dem anderen, also ist es eigentlich Quatsch für mich, obwohl die Werbung so toll aussieht, aber naja, wie auch immer. Das war's von mir, bis demnächst.